Also bei allen Anschlägen oder Anschlagsversuchen seit Mitte der 90er Jahre auf europäischem Boden spielen europäische und amerikanische Geheimdienste eine tragende Rolle. In allen diesen Plots waren V-Leute und Informanten und Mitarbeiter der Geheimdienste MI6, MI5, BND, CIA, DIA und so weiter mit von der Partie. Und speziell was Madrid angeht, die Lieferanten des Sprengstoffs waren Informanten der spanischen Polizei oder der spanischen Geheimdienste. Was London angeht, der Mastermind, der diese angeblichen Attentäter instruiert hat, war ein Mitarbeiter des MI6, also des britischen Auslandsgeheimdienstes. Das ist alles offenkundig, dass da die Sache gewollt und von den Diensten mit angedreht wurde. It's impossible to accept the official version, to taking all together and adding to the official version the international situation and the effect that the 9/11 produced on the world arena. The 9/11 did not begin the 9/11 in the morning. 9/11 began when the neocon wrote the first part of the new American century. That means this revolutionary change has not been imagined by the Muslim terrorists. This change has been imagined and probably planned to a certain extent by a certain group of neocon sitting in the United States. The large majority of the members of the parliament don't know nothing about this question. Their level of information is very similar to the level of information of normal citizens in the street. Maybe even worse, because people in the street sometimes read something. Es ist auch inzwischen eine Stimmung aufgetreten, dass man das Gefühl hat, die Medien unterrichten nicht mehr ordentlich. Man kann sich nicht darauf verlassen. Das war früher auch schon so, aber das ist jetzt bei dem Kernereignis natürlich das Entscheidende. Es ist verfassungswidrig, wie die Medien sich verhalten. Ich habe jetzt hoffentlich 330 neue Mitstreiter gefunden. Ich kämpfe persönlich gegen den Vertrag von Lissabon. Ich habe jetzt wieder neue Kontakte und gehe jetzt mit denen noch ein Bier trinken. Man denkt ja, man kann da irgendwie noch gegen diese totalitären Strukturen, also ich möchte es schon als Faschistoid bezeichnen, was da durch Geheimdienste lanciert wird und so weiter. Ich komme mir ziemlich ohnmächtig vor. Sachen sind alle schon bekannt, aber zu wenig, was an Action ist. Also die letzte Frage, was kann man tun, Strategien zu entwickeln, wie man dagegen arbeitet. Das ist eigentlich, woran es hapert. Das Wissen ist eigentlich alles frei da. Also jeder, der das wissen will, der kriegt das raus. Aber Strategie, was könnte man ändern, die fehlt. Also das ist ja, glaube ich, gesagt worden, dass vor 2 Jahren versucht worden ist, das in der Humboldt-Universität zu machen. Und da hat die Humboldt gemauert und hat das nicht zugelassen. Ne? Und deswegen ist man hier hingegangen. Das russische Haus wird betrieben von der russischen Botschaft. Naja, zumindest scheuen sich die Russen nicht, das Thema aufzugreifen. Ne? Und sie zeigen damit wahrscheinlich auch, dass das Spiel gegenüber Russland so nicht mehr weitergeht. Insofern sehe ich auch den 7. 8. August als einen Wendepunkt überhaupt. Einen internationalen Wendepunkt. Insbesondere für die Amerikaner. Die waren ja völlig hilflos. Die konnten nichts machen, als die Russen sich gewehrt haben gegen diesen Überfall der Georgier. Und das zeigt einfach, dass ihre Möglichkeiten inzwischen immer begrenzter werden, nicht? Zu reagieren. Ich dachte, es ist einfach eine gute Möglichkeit, mal aufgeschlossene Menschen kennenzulernen und einfach eine Gruppe Menschen zu sein, die nicht sich verschließen, quasi, was man sonst quasi in den Medien nicht zu hören bekommt. Weil viele sind ja sehr skeptisch und hier ist es einfach eine
schöne Möglichkeit, einfach in Menschen in Verbindung zu treten, die die gleichen Ansichten haben und wo man gleich auf demselben Nenner ist. Wo man nicht erstmal überzeugen muss, wo man nicht erstmal sich erklären muss, sondern sofort auf denselben Nenner kommt und das einfach ein viel besseres Zusammensein als sonst irgendwo ist, finde ich. Also mein Weltbild hat sich komplett verändert. Ich habe vorher Loose Change gesehen und habe mir gedacht, boah, das ist ja der Hammer. Und habe dann nach Unter falscher Flagge auch nach dem Film von Frank Höfer und Terrorstorm gesehen, da steckt ja eigentlich noch viel mehr hinter. Das ist ja nur die Spitze des Eisberges, wenn man mal betrachtet, dass das alles Anschläge gewesen sind, die nicht von der Gruppe kommen, der man den Anschlag hinterher eigentlich zugeschrieben hat. Also dass diese Sache der False Flag-Attacken einfach scheinbar, das sind die einzigen Attacken, die stattfinden. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Anschlag gibt, wo man nicht eine Verwicklung mit Geheimdiensten herstellen kann. Und insofern ist das natürlich ein Thema, was wir jetzt als nächstes transportieren wollen. Und was wahrscheinlich aber auch schwierig ankommt, weil man damit den Menschen ja ihr komplettes Weltbild eigentlich auch kaputt macht, weil auf einmal der Staat nicht mehr derjenige ist, der uns beschützt, sondern derjenige ist, der ein paar von uns in die Luft sprengt, um dann sagen zu können, das sind die und die gewesen und ihr müsst Angst haben. Ne? Erstmal das Thema 9-11, dass es ein False Flag, ein Angriff unter falscher Flagge war, das ist mittlerweile inmitten der Gesellschaft angekommen. Wenn du jemandem in Deutschland sagst, ja, du hast doch gehört, bestimmt, dass am 11. September etliche Sachen nicht stimmen, dass das Osama Bin Laden nicht gewesen sein kann. Da ist man vor ein paar Jahren noch angeguckt worden wie ein Auto. Mittlerweile fangen die Leute an zu nicken und sagen, ja, da habe ich auch schon von gehört. Und ich halte das auch für höchst plausibel. Weil im Prinzip jeder, der hier selber steht, war ja mal in diesem ganzen Trotz selber drin, hat es geglaubt, was man ihm erzählt hat. Und irgendwann war halt ein Punkt, wo man gemerkt hat, hoppla, es passt halt einiges nicht. Und hat dann relativ schnell Gleichgesinnte gefunden und jetzt möchten wir halt einfach die Chance ergreifen, deswegen sind wir eigentlich auch hier, Leute zu treffen, die ähnlich denken wie wir und natürlich dann auch nach Möglichkeiten suchen, wie man jetzt die breite Masse erreichen kann unter Umgehung der üblichen Medien. Wenn man ein bisschen tiefer reinguckt, also da steht schon eine böse Agenda dahinter, also wo ich erkenne, okay, so nach und nach macht es dann doch Sinn, obwohl das aus meiner Sicht, also ich kann es nicht nachvollziehen, was die Menschen da bewegt auf der anderen Seite, aber wir müssen was dagegen tun. Unheimlich, also man kann es sich fast nicht vorstellen. Manchmal zweifelt man selber noch, aber es kann gar nicht anders sein. Müssen wir Angst haben? Angst wäre gefährlich. Wir sollten eher Hoffnung haben, aber dafür brauchen wir jeden einzelnen Menschen und wir müssen ja eben auch zusammenhalten ein Stück weit. Angst haben, ja, manchmal macht es schon Angst. Nur gerade auf Angst basiert teilweise die ganze Geschichte, die wir erleben. Also Manipulation, Unterdrückung basiert immer auf Angst. Und genau diese Schutzmauer oder diese Gefängnismauer sollten wir irgendwie durchbrechen. Also Angst wäre das schlechteste Mittel. Die European New Resistance, ja, also kannst du eine Gemeinschaft nennen im Prinzip. Ne? Also wurde vor circa 2 Monaten ins Leben gerufen und also wir sind das Volk sozusagen, die Basis. Ne? Und wir haben uns als Ziel gesetzt, einfach Aufklärungsarbeit zu betreiben. Sind in ganz Deutschland aktiv, also unser Ziel ist uns regional quasi zu organisieren. Ja? Und es gelingt uns auch ganz gut momentan, also wir haben einen sehr großen Zulauf. Wenn man am Anfang, wie gesagt, noch belächelt wurde, wenn man gesagt hat, wir glauben, das Ding ist ein Inside-Job, da deutet alles darauf hin, dann ist es jetzt mittlerweile so, dass die Leute schon nicken und sagen, ja, ich glaube auch, da stimmt was nicht dran. Also ich denke, dass man die Wahrheit auf Dauer nicht aufhalten kann. Es gibt so viele Fakten, die dafür sprechen, dass es ein Inside-Job gewesen ist. Es gibt Beweise, die einfach nicht widerlegt werden können, dass es zumindest nicht so gewesen ist, wie das eben beschrieben wird in den offiziellen Medien. Und ich denke, das merken die Leute. Zwar gibt es im Fernsehen, wenn man an den Film von Gerhard Wisniewski im dritten Programm denkt, danach wurde die Zusammenarbeit beendet. Da wurde der Autor, der zu dem Shanksville-Flugzeug recherchiert hat, wo der Bürgermeister sagte, da war gar kein Flugzeug, der wurde anschließend diffamiert, grundlos diffamiert und wurde von den Mainstream-Medien verbannt. Das heißt, wenn mal sowas wirklich vordringt in etabliertes Medium, Fernsehsender, ARD, ZDF und dergleichen, dann sind das meistens nur Berichte, die Frage hinterher offen lassen. Ich habe die Schnauze voll von den Medien, weil sie mich den ganzen Tag belügen. Und die Frage ist, wollen wir ein anderes Medium schaffen, das das nicht macht? Ja.
Früher hat mal jeder gesagt, die Erde ist eine Scheibe, heute weiß jeder, die Erde ist eine Kugel. Und irgendwann wird jeder wissen, der 11. September war ein inszenierter Kriegsvorwand und ja, ein Vorwand, um uns in einen globalen, totalitären Staat zu bringen. Wenn wir nicht was dagegen unternehmen. More and more people realize that we've been lied to, that the whole 9/11 thing is a scam, the war on terror is a scam. You know, it's, you realize that people begin to wake up. It's good. It's good. Weil alles, was danach passiert ist, nach dem 11. September, ob diese Einschränkungen unserer Bürgerrechte und alle Kriege, Afghanistan, Irak, Bedrohung des Irans, jetzt das mit Russland, das muss aufhören. Das muss einfach aufhören und die Menschen sollen ein bisschen wach werden und einfach mal aufstehen. Und deswegen sind wir hier auf der Straße. Also ich habe beruflich in diesem Bereich gearbeitet, sehr lange bei der Kriminalpolizei. Und dann bekommt man ganz allgemein einen Blick dafür, ob etwas stimmt oder ob etwas nicht stimmt. Wenn es so ist, wie ich vermute, dann ist es das Jahrtausendverbrechen und mit dem möchte ich nicht weiterleben und mit dem kann die Menschheit auch nicht weiterleben. Es passiert uns etwas ganz Schlimmes, wenn wir diese Lüge durchgehen lassen. And so I don't want her to be a victim of that. Go to any place in the world and they believe in what media say. Most of the people believe in what media say. So if we won't start to tell people the alternative truth, the real truth, they will think that the media truth is the one that is, you know, that that happened, but it's completely bullshit. I'm taping it because it doesn't come on TV. So what are you going to do with the video? I'm going to translate it and put it on YouTube and Video Google. Si on n'avait pas eu YouTube ou Google Vidéo, personne n'aurait pensé qu'il y a eu cette troisième tour qui est tombée, on aurait oublié. C'est toi qui dois chercher les informations, elles sont tellement cachées, mais il y a moyen de les trouver, il y a moyen de trouver la vérité. Llevo años investigando lo que pasó el 11 de septiembre y te das cuenta, bueno, con solo poquito de investigación se da cuenta uno de que es todo una mentira y que los medios nos están mintiendo. Aber wir wissen doch die Wahrheit aus dem Fernsehen, oder nicht? Die wissen wir garantiert nicht aus dem Fernsehen. Die haben wir von unabhängigen Medien, aus dem Internet, von guten Filmen, also DVD-Berichten, Dokumentarfilmen. Und die Mainstream-Medien, die schweigen darüber. Warum? Leider. Weil ich denke, dass sie kontrolliert sind. Komplett. Das Problem ist wahrscheinlich, die Journalisten im Fernsehen, die haben wahrscheinlich zu viel Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren und da unbequeme Fragen zu stellen. Deutschland ist ein Hauptprofiteur vom Krieg gegen den Terror. Ja, da liegt der Hund begraben. Ne? Die im Internet haben nichts zu verlieren. Nous sommes là tous pour essayer d'avoir un monde meilleur, plus pacifiste et un petit peu moins barbare. Et le 11 septembre, c'est la porte d'entrée pour remettre en question une politique que nous refusons tous. We are all people, we are all the same. White of black, of yellow, of red, doesn't matter. We are human beings, we are here because we know what's happened, what they do with us, what they lying. Every human being on earth doesn't want war. Every human being on earth needs water and needs food. And everybody just wants peace and wants to live hand in hand with each other. And there are only a very few people who are really not wanting this. Thank you very much. Olivier, Francophone. My 11 was just once again, they did cross once again the line. But they did it in Vietnam, they did it even before on Hiroshima and Nagasaki. They did cross the line a lot of time. And so I think the activist work is a daily work, because until the victory. So what's the victory? What does it consist of? A victory will be a true democracy, a real democracy.
not a participative or representative democracy, a true democracy where the people are really involved in. Yes, this could be a nice victory. But it will require a revolution. Don't make no mistake about it. We will have to revolt. I'm sorry to say so. What? Because it's not going to come on your TV screen.